Das hier, das ist die DJI Neo und wie man sieht, die ist gerade mal so groß wie ein Handteller, super leicht und damit zu fliegen ohne große Regularien. Was für Bilder sie macht und wie sie sich fliegt, das erfahrt ihr heute schon genau hier. DJI Neo, sie macht 4K-Qualität als Videokamera. Sie ist natürlich eine Drohne, die zuerst mal natürlich für das Fliegen gedacht ist, aber natürlich auch für Aufnahmen. Das ist ihr originäres Ziel. Geschützt von allen Seiten, dafür aber keinerlei Sensoren. Fliegt sie irgendwo gegen die Wand, haben wir ausprobiert, dann passiert genau eins. Motoren gehen aus, sie stürzt ab und das war's. DJI hat viel Übung im Bauen kleiner Kameras. Hier hat man natürlich irgendwo auch sparen müssen. Entsprechend arbeitet hier ein 1,5 Zoll Sensor, also 1 durch 1,5. Bedeutet, der Sensor ist etwa 6,4 mm groß. Und wenn ihr euch die Bilder anschaut, dann seht ihr durchaus, die Kamera hat 12 Megapixel, die Pixel sind entsprechend klein und dann ergibt sich bei hohem Kontrast relativ schnell ein Moiré. Das sehen wir in vielen Aufnahmen, die wir schon gemacht haben. Wir fliegen hier nachher nochmal durch die Reben durch. Auch da werdet ihr das entdecken. Die DJI Neo nimmt in 4K auf. Allerdings nur mit 30 Bildern in der Sekunde. Will ich mehr haben, was ja bei Flugaufnahmen durchaus wünschenswert ist, dann muss ich auf 1080p gehen. Dann gehen auch 50 und 60 Bilder als Bildwiederholrate. 30 Bilder in der Sekunde 4K ist schon eine klare Begrenzung. Die Kamera kann in MP4 aufzeichnen, das ist ganz normal. Es gibt den Codec H264, das ist also der alte, oder H265, dann wird es ein bisschen besser. Die Flugzeit, das ist noch was, was natürlich immer ganz wichtig ist. Und wir haben jetzt mit mehreren Flügen, mit einer Akkuladung so etwa eine Viertelstunde in der Luft bzw. Aufnahme hinbekommen, in der Luft ein bisschen länger. Die 20 Minuten kriegen wir nicht ganz voll mit einer Akkuladung. Der Haken bei der Drohne ist, sie hat vergleichsweise kleine Propeller und auch wenig Gewicht. Und wenig Gewicht und kleine Propeller, die schnell drehen, bedeutet, sie steht nicht hundertprozentig sauber in der Luft. Und das heute, obwohl wir maximal ein laues Lüftchen haben. Was sehr eindeutig ist, dieses Geräusch, das hört man viel weiter, als dass man die Drohne sieht. Die Drohne, die ist relativ schnell aus dem Sichtfeld verloren, aber das Geräusch, das hören wir noch relativ lang. Das heißt also, so richtig unentdeckt bleibt man mit dieser Drohne nicht. Wir haben die DJI Neo in einem Set bekommen aus der Drohne, der Steuerung, die sehr gut funktioniert, aber eben auf ein Smartphone setzt. Haben wir in dem Fall ein Modell mit Android, funktioniert gut. Ansonsten gibt es natürlich hier einen Akku, den man eben entsprechend jetzt hier einsetzt. Und mit einem Akku, wie gesagt, etwa 15 Minuten Aufnahmezeit, 20 Minuten knappe in der Luft. Und es gibt eben entsprechend ein Ladeteil dazu mit 3 Akkus. So komme ich auf etwa 45 Minuten, 40 Minuten Aufnahmezeit. Und warum komme ich auf die? Weil die Drohne hat gar keinen SD-Kartenslot, sondern sie hat einen internen Speicher. Und der ist 22 GB groß. Und wenn ihr euch jetzt die Datenrate anschaut, dann seht ihr, mit 3 Akkus und viel Aufnahmezeit ist genau die 22 GB dann voll. Da ist also wirklich am letzten Gigabyte auch noch gespart worden. Ein weiterer Knackpunkt, den wir schon seit weiß nicht mehr wie lang kritisieren, gilt auch wieder für die neue Fernbedienung. Wenn ich starte die Drohne, dann startet sie in N wie neutral. Ich muss also hier einmal mit der Fernsteuerung auf N gehen und dann wieder auf C gehen, damit sie dann auch wirklich im Cine-Modus fliegt. Besonderheit bei der Drohne ist,
Sie lässt sich auch komplett ohne Fernsteuerung steuern. Das heißt, einmal einschalten, dann habe ich hier oben drauf ein kleines Bedienmenü. Wenn ich hier umschalte, dann müsst ihr mal zuhören. Rocket. Spotlight. Helix. So, bei Helix bleiben wir jetzt. Jetzt bleibe ich hier länger drauf. 4 meters. Helix. 3, 2, 1. So, und jetzt macht sie die Bewegung komplett selbstständig. Umrundet mich, bleibt bis 4 Meter in der Höhe. Das ist das, was sie quasi dabei als Anforderung hat. Und sie kehrt dann auch wieder zurück und ich kann sie aus der Luft pflücken. Und das kann ich mit jedem Modus machen, inklusive auch dem Follow-Modus. Und das finde ich eigentlich eine ganz coole. Ganz coole Methode, weil auf die Art und Weise verfolgt mich jetzt die Drohne tatsächlich die ganze Zeit und sie wird irgendwie an mir dran kleben bleiben. Ein bisschen tief vielleicht, aber sie ist tatsächlich an mir dran und wenn ich mich mal ein bisschen schneller bewege, dann ist sie immer noch da und ganz eindeutigerweise fliegt sie mir auch nicht in die Quere und ich kann sie genauso wieder aus der Luft pflücken. Dass so eine Drohne am Ende nun, sag ich mal, doch relativ klar auf den Amateurmarkt zielt, dürfte klar sein. Irgendwas um 300 Euro an Preis wird am Ende rauskommen, als Einstieg in der Vollausstattung natürlich dann auch immer wieder ein bisschen mehr. Nichtsdestotrotz, es ist kein Profi-Werkzeug, auch wenn sie sehr geschickt in die Tasche passt und entsprechend dann quasi im Equipment gar nicht weiter auffällt. Aber da gibt es natürlich noch ein Modell drüber, das will DJI auch weiterhin verkaufen, nämlich die Mini 4 Pro. Und die ist ebenfalls ohne Genehmigungen fliegbar, weil sie 249 Gramm wiegt. Das ist genau die Grenze, um eben diese Bedingungen zu erfüllen. Und entsprechend ist das dann eher das Werkzeug. Das ist ein Spaßwerkzeug und ein Spaßwerkzeug insofern, dass man mit ihr sehr problemlos auch in Räumen und durch Räume fliegen kann. Wir haben es ausprobiert, wir sind in Räumen geflogen, wir sind durch enge Gänge geflogen, wir sind eine Wendeltreppe runtergeflogen. Guckt es euch an. Was man trotzdem braucht, ist natürlich eine Versicherung und am Ende den Spaß am Fliegen. Den Spaß am Fliegen, den hatten wir beim Test. Was uns weniger gut gefallen hat, ist, dass sie doch relativ windempfindlich ist und dass man bei der Bildqualität dann am Ende dann doch sieht, dass der Sensor vergleichsweise klein ist. Will aber nicht meckern, für diese Drohne und für diesen Preis macht sie eine anständige Qualität und ist keine Billigdrohne, die im nächsten Moment im Müll landet, sondern die man auch eine Weile verwenden kann und gerade auch mit einer Packung dazu. Am Ende so mitgenommen, kann ich quasi wirklich auch unterwegs damit arbeiten. Finde ich ganz cool.